Hallo zusammen, hier ist Emily von meinem Hauptaccount. Leider bin ich eine von denjenigen welchen, die hier bei dieser Quarantäne-Area bei diesem Event so richtig schön reingefallen ist. Und zwar kann man hier die Geschichte machen, gibt man 25.000 Diamanten aus und pro 500 Diamanten, die man ausgegeben hat, bekommt man dann per Zufall eins von diesen Geschichten hier. Was gut ist, die braucht man zwar, die Sachen, aber man kommt damit natürlich nicht so unbedingt sonderlich viel weiter. Ich hätte die sowieso ausgegeben, weil ich genug Diamanten hatte, um das zu machen. Also das steht außer Frage. Nun ist das so, wenn man hier die 50 mal 500 ausgegeben hat, also 25.000 Diamanten, dann bekam man diese Artefakttruhe und hier diese Bücher. Und die Bücher bekommt, Entschuldigung, gebraucht man dann hier für das Datenmeer. Und da muss man dann diese Felder freiräumen. Also muss man diese roten Dinger hier wegräumen. Es braucht immer ein so ein Buch für einen so einen Klick. Je nachdem, wie gut man ist, kann es auch sein, dass man mit einem Klick ein bisschen mehr kaputt macht. So, wie man sieht, 1 und 2 habe ich hier schon frei. So, nun war ich der irrigen Annahme, weil hier steht ein Feld, zwei Feld, drei Felder, 4, 5, 6, 7 und 8. Alles klar, 2 habe ich frei. Super, habe ich natürlich diese 2. Ja, schade. Ne, also hier gibt es eine Artefakttruhe und dann für die Schatzsuche, hier nochmal Schatzsuche, dann die goldenen Federn und eine Flaggentruhe zur Auswahl. Und für mich wäre jetzt toll gewesen, hier nochmal die beiden gleichen und dann hier unten ist nämlich so ein Ding, wo es dann tatsächlich mal wieder einen halben Kern zur Auswahl gibt. Nicht? Und da braucht man ja zweimal einen halben Kern, um den ganzen zusammenzukriegen, nicht? Wie gesagt, was ja bei halb schon voraussetzt, aber ne, ja. Und ich habe mich schon voll gefreut, dass ich endlich mal wieder einen halben Kern kriege, dass ich mal ein bisschen weiterkomme. Ja, schade eigentlich, denn das Ding ist, wo habe ich das jetzt? Ist das hier? Nee, das ist, was man kriegt. Hier, genau. Hier sind die einzelnen Etagen. Und wenn man hier mal so guckt, hier steht bei, wie das kontaminiert ist. Hier steht bei moderate Kontaminierung, was auch immer das bedeutet. Und hier starke Kontaminierung. Und es sind die starken Kontaminierungsfelder, die man freikriegen muss. Also immer da, wo eine 1 steht hier in dem Dingen oder auch eine 2. Also da, wo starke Kontaminierung ist, die Felder sind das, die man frei haben muss. Ja, ganz toll. Und wie gesagt, man bekommt hier 35 von den Dingern, womit ich eben 1 und 2 freimachen konnte, bei 3 schon ein bisschen was geschafft habe und weiter geht's nicht. Ja, man könnte auch beim Gucken. Ja, man könnte hier zum Beispiel kaufen. Für mich vollkommen sinnfrei. Dann kriegt man hier die Geschichten. Oder man könnte das auch hier über das Beschwörungsevent machen. Dass man Beschwörungsevent macht und dann kriegt man diese Geschichten. Ja, das sind dann 4, 8, 12. Und da haben wir dann nochmal 14, 20. Und man kann 4 Durchgänge machen, das wären doch mal 80 Stück, die man dann bekäme. Ja, ganz toll. Aber dafür muss man auch 2000 von den Schriftrollen hier ausgeben. Und ja, erstmal habe ich die nicht und zum anderen, ja, weiß ich auch nicht, ob das so der Burner ist. Zumal einem ja auch so gut wie bei jedem Event von den Leuten, die sich mit dem Spielen und mit dem Content auf YouTube stellen, Geld verdienen, ständig gesagt bekommt,
ihr müsstet euch aufsparen fürs nächste große Event. Also man ist eigentlich nur am Sparen und kommt gar nicht vorwärts. Finde ich ein bisschen doof, muss ich ehrlich sagen. So, für mich hat das nicht wirklich viel mit Spielspaß zu tun, das ist eher Spielfrust, ganz ehrlich. Nicht? Denn wenn man mal überlegt, was man so alles braucht, so hier jetzt zum Beispiel, wie gesagt, der Kern, ich habe bei ihm jetzt einen Kern drin, um aber jetzt dieses hier freischalten zu können, muss ich im Ursprungsbaum diesen Kern viermal haben, ja, viermal meine ich, damit der rosa aufgewertet auf Stufe keine Ahnung was ist, dann muss ich die Fähigkeiten hier aufwerten, nicht? Jeweils 1, 2, 3, 4 mal mit 180.000 von den Steinen und das pro viermal. Und man muss den Baum auch noch auf Level 120 haben, ne? Um dann dieses hier freischalten zu können. Ja, ganz toll. Und wenn man dann die Sachen immer nicht so bekommt, weil man absolut nicht vom Fleck kommt und bei jedem Event sparen muss und die Sachen, die man wirklich braucht, immer nur dann zu erreichen sind, wenn man das Maximum aus allem rausholen kann, oder wenn man ganz viel Pech hat, auch noch investieren muss, also reales Geld, ist das vollkommen daneben, ganz ehrlich. Muss ich sagen, also für Leute wie mich, die eigentlich kein Geld hineinstecken in diese Spiele, ist das blöd, muss ich sagen. Finde ich nicht sonderlich spaßig. Na gut, ich denke mal, ich habe jetzt genug Frust rausgelassen. Ich hoffe, euch geht das nicht genauso wie mir. Aber ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Und vielleicht lasst ihr mir auch ein Like da oder ein Abonnement, wenn es nicht zu viel Mühe macht. Würde mich sehr freuen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.